Das hier ist das wohl gehypteste Spiel, welches noch immer nicht erschienen ist. Hytale von den Hypixel Studios. Ursprünglich war das Ganze mal ein Mehrspieler-Netzwerkserver für Minecraft. Im Jahr 2015 hat man sich aber zusammengetan, um ein eigenes Spiel zu entwickeln, nämlich Hytale. Seitdem gibt es dieses Game, zumindest in der Entwicklung, und seitdem warten darauf Millionen von Leuten. Ende 2018 erschien zum Beispiel dieser Hype-Trailer hier und der konnte fast 60 Millionen Views erreichen und war wirklich das Thema schlechthin. Für viele war und ist Hytale der Minecraft-Killer, für manch andere eine lustige Alternative, für viele da draußen einfach ein Minecraft 2.0 oder ein Minecraft-Rip-Off und für manch andere zumindest ein interessantes Konzept und eine coole Idee. Das Spiel orientiert sich dabei rein von den Grundmechaniken natürlich klar an Minecraft. Das heißt, ihr habt Blöcke, baut die auf oder untereinander, links, rechts und so weiter, craftet Sachen, sucht Sachen und so weiter und so fort und kämpft natürlich auch gegen verschiedene Monster. Das Ganze ist allerdings ein Spiel, welches ein deutlich größeres, ambitioniertes Projekt ist, als man am Anfang glauben mag. Hytale ist ein Game, welches auf drei Gameplay-Elementen fußt. Zum einen haben wir da die Kreativität. Ihr könnt in Hytale nicht nur eigene Welten bauen, sondern direkt eigene Mods oder Skripte erstellen mit einem Editor, der direkt im Spiel drin ist. Zweitens ist das Game aber auch ein Versus-Multiplayer bzw. ein kompetitives Spiel, welches vor allem für die Erschaffer von Hytale auch einer der größten, ich sag mal so, zumindest Gameplay-Aspekte selbst sein soll. Die Leute sollen hier gegeneinander spielen, sich messen können in zum Beispiel verschiedenen Minigames-Arenen und so weiter und so fort. Der dritte Part, das ist ein Adventure-Sandbox-Game, welches zum Teil aus fest definierten Gameplay-Elementen und Leveln besteht, zum anderen aber auch viel zufallsgenerierten Content beinhalten soll. Diese drei Parts sind nicht irgendwie einzelne Spiele, sondern bilden gemeinsam Hytale als großes Spiel. In dem damaligen Hype-Trailer 2018 wurden diese Mechaniken auch alle gezeigt und wie gesagt, die Community bzw. die mögliche Community oder die Minecraft-Community ist da sofort drauf angesprungen. Logisch, denn viele kannten ja bereits quasi zumindest das Minecraft-Netzwerk und manche andere wollten halt auch einfach etwas Neues haben bzw. eine schnellere Weiterentwicklung von Minecraft und deswegen waren sie sehr glücklich über Alternativen. So ist ja zum Beispiel auch ganz kurz Cube World groß geworden, welches aber auch nur seinen kurzen Hype hatte. Bereits im Trailer 2018 bedankte man sich bei Hytale für den jahrelangen Support und versprach eine Beta zeitnah. Diese Beta ist bis heute nicht erschienen und grundsätzlich hat Hytale, obwohl es noch nicht erschienen ist, eine relativ wilde Story. Denn 2020, die Beta war noch immer nicht erschienen und es gab auch irgendwie noch keinen Anschein, wann das sein könnte, wurde Hytale bzw. die Hypixel Studios von Riot Games gekauft. Und ja, das bedeutet, Hytale ist, wenn es jemals erscheint, ein Riot Game. Und somit übrigens auch ein Spiel von Tencent. Der große Vorteil, den die Hypixel Studios jetzt hatten, ist natürlich mehr Geld und damit konnte man auch direkt mehr Entwickler anstellen. Über 100 Personen arbeiten mittlerweile an dem Spiel, welches noch immer keinen wirklichen Release-Zeitpunkt hat. Grundsätzlich ist die Informationsflut seit dem Trailer 2018 auch, ich sag mal so, auf dem offiziellen YouTube-Kanal kriegt ihr Soundtracks und auf dem offiziellen Blog von Hytale bekommt ihr so zweimal im Jahr, manchmal sogar dreimal im Jahr, Updates zur aktuellen Entwicklung. Und auch wenn das überhaupt nicht viel Information ist, bekommen wir da aber so ein bisschen den Glimp, in welche Richtung dieses Spiel wohl jetzt gehen soll. Vor allem, da Riot Games ja auch jetzt drin ist, beziehungsweise investiert hat, beziehungsweise es ein Riot Games Game ist. Fangen wir da auch erstmal mit der wichtigsten Nachricht an. Das Spiel wird nicht mehr dieses Jahr, das ist kein Spoiler, aber auch nicht mehr nächstes Jahr erscheinen, sondern frühestens 2024. Mit ganz viel Glück. Wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Glück gibt es Ende nächsten Jahres eine Beta. Da würde ich aber aktuell nicht drauf wetten. Wisst ihr übrigens, worauf manche von euch auch lange gewartet haben? Richtig, auf eine neue Just Legends Sorte. Und diese ist jetzt erschienen, nämlich mit Loot Fruits. Und ja, ich weiß, was ihr denkt. Loot Fruits ist genau das. Also das ist diese, ach, das sind diese Frühstückszerealien von damals, wenn man, hey, Pokémon oder Dragon Ball oder was auch immer, je nachdem, wann ihr wach wart. Ich war immer wach, also mir egal. Aber je nachdem, was man da geschaut hat und dann, oh, so eine schöne Portion Loot Fruits. Und genau so schmeckt das. Das Ganze ist ein Performance Milkshake. Das bedeutet, der macht euch auch noch wach und fokussiert, dank natürlichem Koffein aus Guarana. Das Ganze anmixen ist natürlich kinderleicht. Ihr nehmt einen Löffel von Loot Fruits, der Löffel ist hier drin, packt den in einen von den neuen Steel Shakern, ein wenig schütteln, Eis übrigens dazu, ich kann immer nur Eis empfehlen, und dann Prost. Ah, großartiger Geschmack, wirklich insane gut.
Checkt jetzt Loot Fruits oder den Steel Shaker oder die vielen verschiedenen Sorten von Just Legends aus über den angepinnten Kommentar oder bei der Videobeschreibung der erste Link. Mit dem Code GAMINGCLERK spart ihr noch 15% bei jeder Bestellung. Also, probiert's aus und genießt einfach und werdet wach und fokussiert und wenn's euch nicht schmeckt, probiert eine andere Sorte oder... Keine Ahnung. Das wird euch schmecken. Also ich... Insane, wie das hier auch alles abperlt. Das Ding hält übrigens ewig lange kalt. Ist insane. Hm. Zurück zu Hytale. Der Grund, warum das Spiel dann, naja, fast 10 Jahre schon in der Entwicklung ist, der liegt halt auch daran, dass man zuletzt die Engine gewechselt hat. Und zwar die für den Klienten, aber auch die für den Server. Grundsätzlich basierte Hytale noch auf Java, sowie die klassische PC-Version von Minecraft. Dieses Java wurde aber zum Glück, das muss ich sagen, zum Glück gekickt und man hat auf C++ gewechselt für die Serverarchitektur bzw. Server-Software. Und bei der Client-Software hat man von C-Shape ebenfalls auf C++ gewechselt. Das hat laut den Entwicklern mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, relativ simpel, man kann das Spiel viel leichter auf mehreren Plattformen releasen als nur auf dem PC. Und das ist ein großer Hinweis auf die Strategie, die man mit diesem Spiel wohl fährt, aber dazu kommen wir gleich noch. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich auch ein wenig mehr Kontrolle über das hat, was da passieren darf oder passieren soll. Und der dritte Punkt ist, und das ist vielleicht auch ein relevanter, die Performance. Ist direkt okay. Also, ich weiß, da kriege ich jetzt ein bisschen für Hate, aber Minecraft mit Java ist für mich rein persönlich, man kommt davon nicht mehr weg, aber mein Gott, spiele ich lieber die Bedrock-Version, weil sie einfach besser funktioniert, weil sie mir mehr Spaß macht und ich weiß, dann fehlen viele Mods und Co. und das ist blöd, wenn man die haben möchte, aber so rein vom Minecraft-Spielprinzip her ist die Bedrock-Version das bessere Spiel, weil es besser läuft. Mit dem Wechsel auf C++ wird aber in keinster Weise irgendwas an dem Konzept in irgendeiner Weise komplett verändert. Das sagen zumindest die Entwickler deutlich. Es wird immer noch die Modbarkeit bzw. die Kreativität im Vordergrund stehen. Ihr werdet immer noch die eigenen Welten erschaffen können, die eigenen Spielvarianten und so weiter und so fort. Das ist ein Kernaspekt von Hytale und das bleibt drin. Unter welchen Bedingungen, ob es da vielleicht einen Premium-Account gibt oder irgendein Bezahlelement, generell was Hytale kosten soll und wie es sich monetarisiert, darüber weiß man zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht sonderlich viel und na, da warten wir einfach mal ab, bis vielleicht nächstes Jahr es da mehr Informationen gibt. Was wir aber safe sagen können, ist, dass der Wechsel auf C++ eben wirklich in allererster Linie wohl, ja, ich sag's mal so, der Hauptgrund wird sein, dass man direkt nicht nur auf den Konsolen releasen kann, sondern vor allem ganz besonders, immens besonders, Mobiltelefone bzw. Mobile und Tablet. Minecraft hat das auch gezeigt. Mit dem Release auf der Mobile-Plattform ist Minecraft von einem gigantisch großen Spiel zu einem fucking Phänomen geworden. Und ich muss auch sagen, unabhängig davon, wie ihr Minecraft am liebsten spielt, ob auf dem PC mit der Java-Version, auf der Konsole oder mit mobilen Endgeräten auf der Nintendo Switch, was auch immer, es ist super cool, dass mit der Bedrock-Version alle Leute gemeinsam zusammen spielen können. Du kannst einen Server auf der Xbox eröffnen, da kann der PC-Spieler rein, da kann der Mobile-Spieler rein, da kann der Switch-Spieler rein und alle können gemeinsam an dieser Welt arbeiten, gemeinsam Abenteuer erleben und so weiter und so fort. Das ist einer der größten Pluspunkte der alternativen, beziehungsweise der zweiten, der Bedrock, wie auch immer, Version von Minecraft. Und bei Hytale wird es direkt so sein, dass die Main-Plattform einfach Cross-Plattform sein wird. Es wird nicht mehr so sein, dass man einen Mix zwischen PC und Konsole und Mobile hat, sondern alle können, höchstwahrscheinlich ab Tag 1, gemeinsam auf einer Serverstruktur spielen, wenn sie möchten. Und das wird der große Vorteil sein von Hytale, warum das Ding auch direkt durch die Decke geht. Das und, naja, die Marketing-Power von Riot, / Tencent. Und jetzt kommen wir auch zum großen Punkt, warum genau hat eigentlich Riot Games Hypixel Studios gekauft? Nun, es ist eigentlich relativ simpel. Riot Games selbst wird immer mehr zu einem Publisher von mehreren verschiedenen Spielvarianten, die aber alle auf eine Online-Community aufbauen. Von mir aus ein League of Legends, das könnt ihr da nennen, ein Valorant können wir da nennen, oder eben dann auch bald Hytale. Auch das ist ein reines Online-Spiel, welches vor allem mit der Power der Community immer größer wird und auch einen richtigen Impact generieren kann. Außerdem hat man damit auch eine Konkurrenz zu einem Genre bzw. zu einem Spiel, was man in-house so noch gar nicht hätte, nämlich Minecraft. Ich meine, hey, mit League of Legends ist man eh der MOBA-King überhaupt. Ja, es gibt noch Dota, aber League of Legends ist hier King. Mit Valorant hat man eine ordentliche Konkurrenz zu Counter-Strike und Co. erschaffen und zu Minecraft, naja, man hätte da selbst was entwickeln können oder man
nimmt halt einfach den größten Hype-Titel da gerade draußen, der als Konkurrenz erscheint, und kauft den und versucht daraus dann eben etwas Großes zu machen. Nun fragen sich manche, gut, okay, warum aber unter der Flagge von Riot Games? Simple Antwort, weil Riot Games sympathischer ist als ein Tencent, zumindest in der Aufmachung. Natürlich ist Riot Games auch Tencent und Tencent ist Riot Games, aber Riot Games darf, zumindest zum Teil, eigenständige Entscheidungen treffen und eigenständige Entwicklerstudios auch führen, leiten und grundsätzlich eigenständig kreieren, zumindest zu einem gewissen Teil. Vor allem ist es auch marketingtechnisch viel, viel klüger, ein Spiel wie Hytale unter der Flagge von Riot zu publizieren und nicht unter der Flagge von Tencent. Denn die einen sind böse und die anderen sind eigentlich ganz cool, haben nur manchmal so weirde Gedankengänge. Also das Letztere war Riot, falls ihr das nicht verstanden habt. Ob aber Hytale wirklich die große Konkurrenz für Minecraft werden kann, ob es wirklich der Minecraft-Killer werden kann, das wird vor allem eine Sache entscheiden, das Marketing. Denn das muss richtig sitzen und auch richtig in die Kerbe reinhauen, die, naja, für die Ur-Minecraft-Fans in irgendeiner Weise auch relevant sein könnte. Welche das ist? Nun, das ist für mich ein bisschen schwer zu analysieren, weil es da mehrere verschiedene Ansätze geben könnte. Ich glaube aber einfach, dass diese pure Modbarkeit, diese pure, hey, die Community entscheidet, welche Spielvarianten es gibt und so weiter und so fort, dass das einer der ausschlaggebenden Punkte ist, plus diese Vision, die von vornherein von allen gemeinsam genutzt wird. Und der dritte Punkt, weiß ich aber noch nicht so ganz, wie das wird, ist halt die Monetarisierung. Natürlich möchte man mit Hytale auch irgendwie Geld machen. Ich vermute aber mal, dass man nicht den Minecraft-Weg gehen wird. Das bedeutet, dass man nicht für alles, zumindest bei der Bedrock-Version, Geld verlangen wird, sondern vielleicht mehr auf Skins gehen wird, dass die Geld kosten und natürlich die Servermiete für die eigenen Welten. Dann allerdings, glaube ich, lässt ein das Spiel verhältnismäßig freie Hand. Das wäre zumindest ein gutes Killer-Argument, beziehungsweise grundsätzlich ein gutes Argument, Killer-Argument ist zu sehr ein Superlativ, gegen Minecraft. Ich glaube allerdings nicht, dass Minecraft dadurch stirbt, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass sich da einfach eine Konkurrenz aufbaut, die halt auch Erfolge feiern wird, die aber nicht jetzt einfach die Nummer 1 wird, sondern ein paar Leute werden bestimmt wechseln. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt der Minecraft-Killer ist. Ich glaube nicht, dass Minecraft jetzt stirbt oder irgendwie sowas in der Art. Riot Games, beziehungsweise Tencent, möchte sich einfach nur Step by Step in jede Online-Community, die es gibt, reinsetzen mit einem eigenen Produkt. Und Minecraft ist eben jetzt das nächste Ziel, was man da attackiert, nämlich dann mit Hytale. Und es gibt noch viele weitere Genres bzw. Spiele, die dann für Riot noch eine Option sind. Aber wie ihr ja bereits wisst, das Kampfspiel von Riot, das kommt ja auch schon höchstwahrscheinlich nächstes Jahr raus. Und dann hat man direkt eine Konkurrenz für Street Fighter und Co. Und dann, so Echtzeitstrategie fehlt auch noch, oder? Das kommt bestimmt auch noch irgendwie sowas in der Art. Zumindest wenn Echtzeitstrategie wieder ein großes Thema werden würde. Aber Step by Step setzt sich Riot überall ein und ist dann quasi der große Multiplayer, der große E-Sport-Publisher von Tencent. Ob das gut ist oder nicht, kann jeder von euch selbst entscheiden. Für mich ist relevant, dass Hytale als solches ein gutes Spiel wird. Und ob es das wird oder nicht, können wir nicht abschätzen. Vielleicht können wir das Ende nächsten Jahres abschätzen. Aber ich vermute mal, selbst die Beta wird erst irgendwann im Jahr 2024 starten. Und dann, let's see. Vor allem zum Ende noch so eine kleine Anmerkung. Es ist auch mega interessant zu sehen, was dann mit Minecraft passiert. Ich meine, wird es jemals Minecraft 2 geben? Ich glaube nicht, weil dann müsste man irgendwie die Spielergemeinschaft trennen und das hat man ja schon quasi mit der Java-Version und der Bedrock-Version. Aber wie wird Microsoft darauf reagieren? Wir werden es sehen. Aber hey, es gibt bald in 2-3 Jahren eine Konkurrenz, ein Mitbewerber, ein Konkurrenzprodukt zu Minecraft. Und wie wir alle wissen, Konkurrenz macht eigentlich alles besser. Zumindest meistens.